Bei einer Parallelreaktion kann aus einem Indukt A sowohl ein Produkt B als auch ein Produkt C entstehen. Etwa kann Ethanol zerfallen in einer Dehydrierung zu Acetaldehyd oder in einer Dehydratisierung zu Ethylen. Wir können uns eine Parallelreaktion an unserem Flüssigkeitsmodell veranschaulichen. Wir haben ein Gefäß A, zwei Gefäße B und C und entnehmen jetzt mit zwei verschiedenen Behältern aus dem Gefäß A Flüssigkeit und transportieren sie in Gefäß B und C. Uns interessiert die Konzentration von A, B und C, also die Flüssigkeitsstände in diesen Behältern, in Abhängigkeit zum Beispiel von der Transportbehältergröße. Im einfachsten Fall sind die beiden Teilreaktionen erster Ordnung. Wir haben die grüne Reaktion als Senke für A und die rote Reaktion als Senke für A mit ihren Teilgeschwindigkeitsgesetzen. Wir können beide Geschwindigkeitsgesetze kombinieren zum Bruttogeschwindigkeitsgesetz der Gesamtreaktion, welches hier formuliert ist. Wenn wir dieses Gesetz integrieren, erhalten wir den zeitlichen Verlauf der Konzentration von A, B und C. Und dieser zeitliche Verlauf ist hier aufgetragen. Die Konzentration von A nimmt exponentiell auf 0 ab. Die von B und C nimmt exponentiell auf einen Grenzwert zu. Die Gleichungen für die Konzentration von B und C sehen zwar kompliziert aus, wenn man aber das Verhältnis der Konzentration B zu C sich ausrechnet, stellt man fest, das ist eine Konstante, nämlich die Geschwindigkeitskonstante K durch Geschwindigkeitskonstante K'. Das Verhältnis der Konzentration zweier Parallelprodukte ist konstant. Das ist das Wegscheidersche Prinzip. Die Selektivität ist unabhängig von der Reaktionszeit. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei einer Parallelreaktion ist der schnellere Schritt, denn der schnellere Schritt bestimmt das Hauptprodukt. Hier haben wir das Reaktionsprofil einer Parallelreaktion. Die rot gezeichnete Teilreaktion ist schneller als die grün gezeichnete Teilreaktion. Die Aktivierungsenergie ist deutlich geringer. Kinetisch ist das Produkt C also favorisiert. Kinetische Kontrolle heißt, unsere Eduktteilchen haben einen Mangel an Energie und die Größe des Aktivierungsberges bestimmt, was passiert. Kinetische Kontrolle liegt also vor, wenn wir relativ tiefe Temperaturen haben, wenn wir kurze Reaktionszeiten haben und wenn wir einen Katalysator vorliegen haben. Wenn die Edukte jedoch so energiereich sind, dass die Höhe der Energieberge EA und EA' keine Rolle spielen, dann haben wir thermodynamische Kontrolle. In diesem Fall bildet sich das thermodynamisch stabilste Produkt und das wäre hier das Produkt B. Thermodynamische Kontrolle liegt vor, wenn wir hohe Temperaturen haben, wenn wir lange Reaktionszeiten haben. Bei kinetischer Kontrolle gilt das Wegscheidersche Prinzip. Die schnellere Reaktion bestimmt das Endprodukt. Bei thermodynamischer Kontrolle bestimmt das Massenwirkungsgesetz das Endprodukt. Das stabilere Produkt wird im Überschuss entstehen. Man kann hier eine Analogie ziehen zur Elektrotechnik. Bei Parallelreaktionen verhält es sich so wie bei zwei Widerständen, die parallel geschaltet sind. Der kleinste Widerstand bestimmt den Gesamtwiderstand. Für eine Folgereaktion würde das bedeuten, dass wir eine Reinschaltung von Widerständen vor uns haben. Hier bestimmt der größte Widerstand den Gesamtwiderstand. Bei einer Folgereaktion bestimmt der schnellste Teilschritt die Gesamtkinetik. Nach dem Wegscheiderschen Prinzip ist die Selektivität zu den beiden Produkten konstant. Wenn die Reaktion thermodynamisch kontrolliert ist, entsteht das thermodynamisch stabilste Produkt.